guys, masakit ang aking balakang at kailangan ko to sa aking likod para tingnan nyo na lang guys. Nilagay ko sa aking likod. Lachs, Fisch, Fischlach. Ja.
Kawin mo po, Brutkin ay. You seen Brutkin? Ha? Was in Brutkin? Yes. I saw the way to the email. Gab's du mal ein Ding, ein Weg, Handschuh weg? Ein Weg, Handschuh, ja. Ich hab keinen mehr drauf. Ja. Zwiebeln. Ja, was noch? Was du noch sagen? Ha? Ja, was du immer kauf, so sweet, Käse wir haben keine mehr. Käse? Mhm. Haben wir schon mal. Also die. Und die keine Ahnung, schau mal da, was gibt's. Zitrone bleibst du noch oder hast du noch? Hast du noch? Die Apfel braucht man nicht. Kannst du auch Weißkraut kaufen? Weil ich habe die Fried Rice da. Du weißt drauf. Du bist du ein Ding machen oder was? Die Fried Rice. Nur Fried Rice. Und dann kaufe ich ein bisschen Kuchenfleisch. Ja. Dann kannst du mal in die Fischfilet dazu auch, wenn du willst. Naja, wenn wir Kuchenfleisch haben, brauchen wir kein Fischfilet. Brauchen? Ha? Aber was ist für morgen? Ja, da müssen wir eh schauen. Du gehst immer jeden Tag zum Einkaufen. Kauf einfach vor einmal Samstag, Sonntag. Ja, ich bringe ja gar nicht rein. Ja, so kleine, ja. Ja, gut, dann kaufen wir ja. Das ist nämlich immer rumlaufen. Ciao. Bis zum Ciao. Willst du mir Kuss geben? Ja, weißt du, online bist. Das ist nicht online, ja? Weißt du, nie ins Bild, wenn ich das. Nicht? Ja. Ich habe mal Kiste Aking da, ist kann ich nachher noch drauf kommen. Also, immer alles hier. Oma Alicien, eine Kikisiensha, eine Mekiskasi, alle mir nachher open die Kamera. Masakit kasi guys yung ano ko yung hindi to ko yung parang sa hips. Siguro nalamigan ako dahil pagkagaling ko sa work nag-bike kami ni Hubie. At nag-swimming, ang tagal kong nagbabad sa tubig. At madaling araw ko nagising nun tapos wala kang tulog. Nag-bike agad tapos nag-swimming. Akala ko kasi mainit na. Siguro, sama-sama na rin yun. Sama-sama na rin na nalamigan ako dahil kahit mainit. Kasi, sa trabaho sa quad, tapos nag-bike, swimming, tagal sa tubig, yun. Kaya yun ang nangyari. Kaya masakit yung ano ko. Thank you.
alam guys, ang ginagawa ko pag sumakit yung ano ko, yung balakang ko ay yung sa likod. Pag magkaroon ako ng pain, yun lang ginagawa ko guys. Itaas lang yung mga paa. Kung hindi nyo kaya na lalagyan ng ganito, sumandal na lang kayo sa pader. Sa pader, ihahang nyo lang yung paa nyo. Sa ganitong position din, maganda rin to sa may varicose. May varicose ako dito oh, meron isa. Medyo lumaki na nga. Hindi ko rin na itataas to. Pero maganda to guys sa may mga varicose. Ayan. Maganda to. Itataas lang yung paa. Dati-dati, nakakaya ko to ng isang oras, nakahang lang yan. Yung bata pa ako. Pero ngayon, ewan ko kung kaya ko pa to. Pero nakahang siya sa pader. Pero ngayon, ginanito ko siya. Oh, para, ano, dito sa balakang ko. At gaganon-ganon nyo rin. Kung saan yung masakit sa balakang, igalaw-galaw nyo lang. Yun lang guys. Kasi yung dito sa left side ko, parang ano siya eh, parang ano ba tawag nito yung sa, parang nahanginan ba? Para sa akin, nalamigan to eh. Na kasi pag mag-bike ka, siyempre, pag may hangin, ayan, yung bang parang naano siya, aba tawag nito eh, hindi ko na alam, pero dito sa amin, tsug, ganon, yun ang tawag, naanuhan ng lamig. Thank you.
Miguel, love shoutout, Ersa. Nandito ako ngayon sa'yo. Inaano kita, tambayan. Miguelab, shout out, Ersa. Sabi ni Ersa, kad suklian mo si Dai TV. Ayan, si Florin, Miguelab, shout out. Kasambay ni Lab Osia. Ayan, Kads TV vlog. Ito yung mga nasa bahay ngayon ni Ersa. Linda Sward in Germany, Miguelab, shout out, sabi ni Ersa Fernandez. Salamat po sa pagdalaw. Tambay ito, Ersa. Florin, Miguelab, shout out, salamat, support, sabi ni Ersa Fernandez Blog. Ayan, guys.